Guten Morgen, fick dich. Adieu. Dann willkommen zu einem. Oh shit, meine Webcam ist nach oben zeigen. Ah, fucking. Oh, oh boy, oh, das ist Qualität. Warte mal, das ist doch die. Oh, jetzt stellt's nicht mehr scharf. Ah. Ladies and gentlemen, we have technical difficulty. Ich mach's ganz einfach, ich vergesse es mit der Webcam. hallo zusammen, willkommen zu einem plötzlich entschiedenen Aufnahme. Während des Lads wurde sich literally entschieden mit dem Thomas und dem Raffi. Sag mal beide etwas. Hey. Hallo. Den einen solltet ihr theoretisch schon kennen, aber mein Aufnahmeprogramm hat nein gesagt, deswegen kennt ihr ihn noch nicht. Und wir spielen wenig Northgard, eins meiner neuen Lieblingsspiele. Thomas ist schuld. Was? Ja, du bist schuld an meiner Northgard-Sucht. Niemand anderes hier. Ja, ich kann nichts dafür, dass du es suchtest. Du musst nicht Hochdeutsch reden, mal, du kannst auch Schweizerdeutsch reden. Du bist sehr Schweizerdeutsch aufladen. Ja, ich lade es auch beides so. Weißt du, der Punkt ist, die meisten Leute verstehen's. Du kannst jetzt, ja, Schweizerdeutsche Videos einfach, naja. Ja, es sind wenig. Mach's einfach. Ja, es ist eine plötzliche Aufnahme, Thomas, die ist nicht kontrolliert. Hier geht nichts ab. Also ist alles ein bisschen am Arsch. Ich habe ein Feld, das wertlos ist. Gratulation! Ich habe noch ein Feld, das wertlos ist. Noch besser. Natürlich habe ich ein neues Feld gefunden. Eine crazy Sache. Ja, Gott sei Dank, das Feld hier, das sieht ganz stabil aus. Das könnte man uns mal klauen. Ich weiß. Das Vogel. Ja, das ist der super Specher, der beste, was es gibt. Stabil. Ach ja, eigentlich wollten wir mal aufhören, das Wort stabil zu benutzen, aber wir bekommen es nicht auf die Reihe. Ja. Also ihr zwei, ich habe kein Problem. Du hast ja wohl ein Problem, Rafi. Du hast uns beide an der Backe. Das ist spezifiziert ein Problem. Wo steht das? Welche Zertifizierung? Ich sag das. Okay. Das ist Spezifizierung genug. Und ich habe ein Essensfeld plus Wald auf einem Feld. So gefällt mir das doch. Und ja, weil Thomas hat mich abhängig zu diesem Spiel gemacht. Ich habe es mir deswegen ein zweites Mal gekauft, damit ich es auch auf meinem 4K-Fernsehen zocken kann. Mit der Switch, perfekt. Genau. Nein, abgescaled, das sieht wirklich nicht mal so beschiss aus. Ja, man merkt, dass abgescaled ist, gebe ich zu. Aber es sieht nicht schlecht aus. Einfach mal merkt, dass die Switch ein wenig damit struggelt. Also es hat manchmal so Mikro-Einfrierer. Ah ja, willst du noch etwas sagen zu den Gegnern? Die sind Wölfe und gefährliche Bären da auf der Map, die müssen wir besiegen. Thomas, wer auch immer das Video guckt, hat wahrscheinlich Northgard eingegeben und weiß Pi hoch Daumen im Quadrat, wie das Spiel funktioniert. Dazu bin ich. Genau, Raffi hat keinen Plan, obwohl er schon zweimal mit uns gespielt hat. Er macht einfach. Wundert euch nicht, wenn er etwas macht, was absolut keinen Sinn ergibt. Es muss keinen Sinn ergeben. Holz. Gratulation, Raffi, Holz. You achieved Holz. Gratulation. Schnell. Oh mein Gott. Ich bin nicht mal so beschissen. Ich bin relativ gut eingebaut eigentlich von Stein. Und ich sehe Jötnar. Jötnar, meine Freunde. Ich habe noch 4 Holz. Mhm. Oh. Ich hoffe, du hast eine Holzfäller heute, oder? Ja, ich habe sie genau noch platziert. Ich hätte ihm eine geklatscht, hätte er keine Holzfäller heute. Ich wäre ihm im rohen Stück Fleisch gekommen. Eigentlich hätten wir den zwei Optionen enden, aber spielen wir Solo durch. Also wir zwei. Und jetzt rechnen wir dafür dazu. Wie beim letzten Mal. Aber das ist nicht lustig, Thomas. Ja, aber sonst gibt es in meiner Statistik. Dann ist es einfach zerstört. Ist doch eine schöne Statistik, dann einfach ein. Du, Statistik ist nicht so. Hä? Thomas, nimm das Feld ein, Himmel. Welches Feld? Das da! Oder ist das Raffi? Da bin ich. Du bist immer grün. Warum ist er immer grün?
Alles warum ist Raffi immer rot? Ich bin tot. Du findest grün also stabil. Ich habe da eh noch ein Eichsfeld, aber ich habe eigentlich mehr Interesse, um etwas anderes zu besiedeln. Was denn? Da hier. Er hat 4 Baufelder. Ist sinnvoller für meine Wirtschaft. Aha. Ich habe eine Ebene mit 3. Bin wenig beschissen dran, mein Felder muss gestehen. Auch wenn ich 2 Nahrungsfelder habe. Ich habe sogar 3 Nahrungsfelder. Genau, drüben. Ist eh relativ nice. Wenn ich die Jötner ficken würde, hätte ich 4, aber das mache ich nicht. So nicht? Es bekommt dir nicht gut, wenn du dich mit den Jötner anlegst, Raffi. Ja, glaubst du nur, Julian. Kein selbst anders gemeint. Für Raffi ist wieder mal schön. Okay, Raffi hat auch 2 Nahrungsfelder, läuft da eigentlich die Runde. Ja, ich versuch's, ja, Thomas. Greif einfach die nicht an, das sind die beste Schutzbarriere für dich. Oh. Die ist ein bisschen stark. Oh. Ohne Häuptling bringst du dich nicht down. Thomas, dir fällt schon auf, dass wenn er sie nicht bekämpft, dass er nirgendwo hinkommt. Ah, du hast Jötner markiert. Ich dachte, du hast die Valkyrie markiert. Ja, die Valkyrie hat nicht markiert, wenn er die umbringt. Aber die kann er nicht einfach umbringen. Die also, die Jötner und die Jötun, die bekommst du sowieso nicht tot. Also, selbst mit Häuptling. Ich meine, wir haben ja mal selber gesehen, wie Blau es versucht hat. Und er kläglich daran gescheitert ist und er danach zum größten Teil sich selber gefickt hat. Scharfe Echse, weil Holz. Wenn wir Holz ist mal. Oder nicht? Was? Ja, erst mal. Stabil. Ah. Julian, der schöne Späße drum. Ja, natürlich. Muss doch, Thomas. Ich meine, ich hab schon den Bärenclan. Da muss ich doch ein wenig ausgeben von dem ganzen Essen, das ich habe. Das kann ich ja, aber wenn ihr auf alle Reste ausgeben müsst, dann draftet einfach 370 Essen. Was macht der denn? Der hat einen Rabenclan. Das ist nicht mal so ein essensiver Clan. Alter, Raffi! Was machst du? Sind aber alle Dorfbewohner am Nahe gesammelt oder so. Dorfbewohner am Nahe gesammelt. 2 Kollegen für dich. Und 2 Jäger. Ich weiß, 2 Majotner. Bin ich richtig stabil. Ich hab noch keine Leute. Ich hätte mal das Haus. So, jetzt hat mir ein Bär mal gegönnt. Jetzt ficken wir den Wolf hier drüben. Let's go. Let's fucking go, boys! Ja, jetzt wurde mal wieder ein Speer verletzt. Hat es aber auch eine Weile gedauert, eigentlich. Alter, Raffi. Hm? Ja, da ist ein fucking Wolf auf dem Feld, ich weiß. Hast du den wieder weg? Nein, kann ich nicht. Oh nein, die Müllkeller. Müllkaffee. Die finde ich nicht so stabil. Also Thomas, wie viele Stunden hast du eigentlich in dem Spiel? Ich? Nicht so viel. In der Stunde 80. Ja, Nummer. In Apex ist das irgendwie 500 oder sowas. Ja. Paladins auch. Paladins aber auch tot. Yes, Balancing ist wieder mal leicht zerstört worden. Leicht. Wenn er wirklich Cyberpunk ist komplett zerstört worden, das Balancing. Also Cyberpunk ist ja noch mehr broken, Raffi. Ich habe das Update versuchen. Ja, aber ich glaube, bis man das spielen kann wirklich, muss es mehr wie ein Update geben. By the way, brauche ich das Ausbildungslager und das Axtwerferlager? Oder kann ich einfach eins von beiden machen? Du kannst auch nur eins nehmen und dann... Axtwerfer sind sowieso beschissen, also... Die sind super strong. Also wenn es Upgrade ist, die machen... Dir viel Attack Damage schwer, unter Umständen ein Häuptling ohne Upgrades. Schildknappe. Wir sind einfach keine Verteidigung, das ist das Problem. Ja, eben, und ich laufe ja immer mit Schildknappen rum, weil die Schildknappen fast nicht tot zu bekommen sind. Aha, du hast den Vogel jetzt dir gegönnt, stabil, Thomas. Ich weiß. Das machst du gut. Bin stolz auf dich. Da bin ich aber dankbar, dass du stolz auf mich bist. So bin ich halt. Jetzt muss man noch entscheiden, mit welchen Jötum ich handle, um Gottes Willen. Ich weiß nicht. Super, 2 Handelsposten bauen am Anfang vom Spiel. Sehr stabil, Thomas. Ja, das schaffst du schon, Julian. Brauchst du erstmal genug Nahrung dafür, Thomas, als Randnotiz? Hey, das ist nichts Nahrung, das ist nichts. Also, das ist wirklich zum Raffeln nichts.
Und der Raphael, ja, eben! Was macht der Raphael genau? Was machst du da? Raphael, was ich mache. Also, sag mal so im Frühling, machst du Soldaten, dann gehst du den Wolf killen, dann baust du das Eisen ab. Ich habe vorher gemerkt, ich habe gar keine Leute. Und darum habe ich vor allen Dingen müsste ich mal einen Hafen bauen. Also, jetzt, wenn wir ganz ehrlich sind hier. Mhm, Hafen gibt immer gut Cash. Und Wüste gibt da eben auch. Mhm. Kann man den Hafen vom Julian bestaunen? Thomas? Ich sehe den Hafen neu, Julian, tut mir leid. Thomas, ich hau dir gleich rein, weißt du das? Ja, ich habe selber auch noch keinen Hafen. Eben, also schön ruhig sein, Thomas. Sonst komme ich zu dir. Ich habe voll mit Gebäuden, dass ich keinen Hafen bauen. Das ist ein bisschen problematisch. Den Heiler heute bräuchte ich eben auch mal noch. Soll ich noch ein Festmahl machen? Ah, jetzt. Schon? Ja, mach. Immer doch. Gib her. Kann ich alles schmeißen. Kommt, gönnt. Gönnung. Na, nee. Liga. Ja, gehört im Winter, ist nicht gut. Doch, ja, der schöne Boost. Im Sommer schon viel besser, der Boost. Alles Ansichtssache, Kinder. Alles Ansichtssache. Mit Angriff. Fuck you. Was ich nicht so geil finde, ist, dass ich keinen Stein habe. Ah doch, das fällt da drüben. Ja, Stein. Mit Holz. Dass ich kein Holz habe. Wieso hast du kein Holz? Da bau einfach. Minus Holz habe über den Winter. Dann bau doch einfach eine weitere Holzfälle, Leute. Du kannst ja endlos viele Holzfällerhütten bauen. Irgendwann hat man genug davon. Also. Ja. Also Thomas, du machst dir das Leben echt schwierig. Aber ich könnte das super Nahexfeld da hin, das ist richtig geil. Du bist auch da, Bruder. Und jetzt. Jetzt die Frage, fick ich zuerst einen Wolfsbau? Oder hol ich mir zuerst Stein? Ich muss das noch gut helfen, aha. Warte, du meinst den Wolfsbau? Ja, ich meine den Wolfsbau. Ich meine nicht den Wolfsbau. Ich meine den Wolfsbau. Ja, aber das ist kein Stein, sondern Eisen. Ich weiß! Deswegen ist ist die Frage, was macht zuerst? Stein oder Wolfsbau? Wunderbar, ich bin gerade zeitig mit der Holzfällerhütte fertig geworden. Nicht mit der. Nein! Fuck, falsch! Nein! Ich brauch Heiler! So, zwei Heiler. Ich hab das Gefühl, die Julian ist spitz am Übersteuern. Ich weiß auch nicht warum. Da hab ich auch das Gefühl. So schüch, dezent. Aber er nimmt auf, ich kann es auch selber anlassen und sich selber meinen bilden. Ach, wie schön. Das finde ich gar nicht stabil. Dass du immer so eine stabile Verbindung hast, Julian. Halt die Fresse, Thomas. Ey, man hat Referenz gehabt, heute gut gebechert, also erwartet von mir nicht, dass ich höflich bin oder nett bin oder sonst etwas. Ah ja, eben, willst du noch etwas zu den Gegnern sagen? Was soll ich denn zum Gegnern sagen? Ja, ah ja, wir sind eine Dreiergruppe. Da ist ein Gegner. Wir haben zwei Zweierteams und ein Gegner ist auf schwer gestellt, ein KI-Gegner. Er kommt dann zu mir und killt mich, ich seh's kommen. Nein. Der wird ganz lieb sein, Raffi. Du schätzt ihn falsch ein. Was macht denn Narek, Seele? Dich vor einer Rattenplage schützen zum größten Teil. Und es kann einen Effizienzboost in Nahrung geben, bringen. Übersteuere ich immer noch? Ja. Wenn du zwei Wörter sagst, ist das schwierig zu beurteilen. Ja, super toll. Ja, da wird es jetzt aber auch mittlerweile hören. Ich saß vorhin halt direkt mit dem Mikrofon gefühlt an meinem Mund dran, an meinen Lippen. Und da kann sein, dass das Mikrofon deswegen wenig überfordert war. So, jetzt brauchen wir ein paar Leute mehr. Sonst wird es alles ein wenig heikel, ein wenig kritisch, ein wenig nicht Cash Money, ein wenig unstabil. Mal gucken, wie gut ich mit Jötner dastehe. Haha, 7. Und mit den anderen Jötner handelt noch gar keiner. Ich glaube, ich muss wirklich einen zweiten Handelsposten bauen. Hack schneller Holz. Vernichtet den Wald schneller. Macht den Regenwald 2.0.
Das finde ich gut, Thomas. Das hast du gut gemacht. Richtig sozial. Absolut. Plus 23 Nahrung, da sage ich auch nicht nein zu. Und nur zwei davon sind Festmahlbonus. Läuft. Wunderbar, jetzt habe ich ein Feld. Mit Stein. Oh, und ich muss das Gebiet entwickeln. Nein, Julian, da ist Geld waste. Nein, ich bin Vollpfosten. Ich habe ein Gebiet entwickelt, weil ich einen zweiten Handelsposten auf dasselbe Gebiet draufstellen wollte und gedacht habe, ja, ich bin am Gebietslimit. Ja, dann nimm vielleicht jeder Rattenclan, du kannst da machen. Mit denen kann man auch meine Lieblingsaktivität machen. Überstunden! Genau. Meine Arbeitskollegen gucken sich das hier an. Die werden das wahrscheinlich noch bestätigen. Aha. Alter, wie viele tausend Jötner haben wir denn auf diesem Feld? Wir haben drei Jötner-Clans. Also ich glaube mit drei Schildkrabben hast du... Ja, sehr sportlich mit drei Schildkrabben. Raffel. Raffi? Mir fällt gerade so ein Fehler in deiner Strategie auf. Ich und Strategie in dem Spiel? Ich empfehle dir eine Heilerhütte. Ja, ich empfehle mir auch eine Heilerhütte. Aber ich weiß nicht, wo platzieren. Ah ja, darum habe ich das wahrscheinlich da unten frei gemacht. Ah nein, nein, weil für Seno habe ich da gemacht. Bei Raffi passt dieses Pokémon-Meme. It hurt itself in its own confusion. So, jetzt handle ich mit beiden Jötnach-Clan. Ich bin mir absolut sicher, dass das nicht auf kurz oder lang irgendwelche blöden Konsequenzen mit sich ziehen wird. Könnte mir zufälligerweise einer von euch beiden mit mir Nahrung handeln? Ich bedacht, mit der Kobold mich befreunden oder ein bisschen anfreunden. Die gehen nachher die krasse Handelsroute. Ja, stimmt. Da hast du auch recht. Das wäre aber schon geil. Das stimmt. Ich hab so viel Cash über, nachher ist einfach ausgesorgt. Naja, ausgesorgt. Ich meine, ich mache gerade auch stabil Geld. Ich hab bald 300 Geld. Ja, ich hab mal eine da, 61. Aber ich habe auch zwei Handelsposten, die am Laufen sind. Ich baue meinen zweiten, sobald ich mir Holz habe. Erinnert ihr euch noch, dass eine Phase gab, wo das Lied Ich und mein Holz echt beliebt war? Nö. Gut, Thomas. Nein, du hattest in dem Fall keine traumatisierende Schulzeit. Wenn ich super. Alter, Thomas fickt sich einfach doch. Ich kann noch die Zeit, wo... Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, fuck. Danke für den Ohrwurm, Raffi. Thomas, das finde ich nett, dass du dieses Essensfeld für mich einnimmst. Ja, ich kann es doch auch reinigen. Ja, besiedeln kann ich selber. Ja, kannst ich kann nicht besiedeln. Wird's weit weg. Kannst dann direkt bei dem hier weitermachen. Da habe ich gerade auch dann vor, nachher reinzugehen. Aber es sind auch ein paar Wölfe, hä? Ja, das finde ich halt nicht so geil, wenn da ein paar Wölfe sind. Die können sich noch dazu entscheiden, mich anzugreifen. Stell dir vor. Fuck. Was, fuck? Ich habe daneben geklickt. Ah. Deswegen ist jetzt mein einer Soldat gestorben. Nein! Who can say it? Copyright. Raffi, ich mach sowieso kein Geld mit meinen Videos. Ja, das ist deine Leute egal. Ich meine, Julian, mein 70.000 Ding.
Was? Opferbrunnen? Da ist ein Opferbrunnen an dem Teil vom anderen Rabenclan, vom feindlichen. Auf dem Spieltor. Was ist besser, Handelsposten oder Marktplatz? Marktplatz hast du nur Ressourcen kaufen. Sonst, je nachdem, wenn es bei dem Rabenclan so schlimm ist, dann handle ich halt nur noch mit dem einen. Nein! Julian, tu mir da nicht an. Was? Das ist mein Opferbrunnen für den Arsch. Aha, du machst auch Opferbrunnen. Ja. Das ist aber schon bewusst, dass ich nichts davon habe, wenn ich keinen Opferbrunnen habe. Dann übertönt ihr beiden mich. Ja, da ist so. Oh, lockt euch blau. Ja, deswegen sag ich ja, handle ich dann nur noch mit denen hier. Das ist super, Julian, das finde ich sehr schön. Denn dann kann ich das Feld da oder da, wenn du mir hilfst, einnehmen und da auch meinen Opferbrunnen hinstellen. Was pingst du denn da die ganze Zeit? Oh, das raff ich schon wieder. Hör auf, Sachen zu pingen. Ich hatte fein gesehen, weißt du. Ah, und hast du direkt gedacht, du musst Alarm schlagen. Ja. Sag gleich nochmal eine. Ich schlag dir gleich eine, Raffi, weißt du das? Du hast das Mikrofon. Nee, nicht mehr gut, schönes Mikrofon. Also Schockwellen können ja einen Schaden übertragen, so ist es ja nicht. Mhm. Wenn sie genug groß sind. Wunderbar, jetzt muss ich mit einem anderen YouTube handeln, weil mich ein bestimmter Thomas, wenn ich das richtig lese, übertrumpft hat. Der Opferbrunnen ist einfach OP, Thomas, weißt du? Er hat ja 5 Steinkraft, die müssen gut angelegt sein. Ja, wäre schon irgendwie traurig, wenn nicht. Also, wenn ich schon 5 Steine opfere, dann würde ich auch etwas erwarten dafür, oder? Das stimmt schon auf einer Ebene. Andererseits bin ich ein wenig enttäuscht von dir. Wieso? Die sind gerade da an mir. Ich baue da einen Opferbrunnen rein. Wenn ich schnell den Platten da hinten platt mache, dass der Opferbrunnen nicht so OP wird und passt dann. Ja, du musst nur noch ein wenig mit denen handeln und dann hast du sowieso einen Trumpf über ihn. Oh, Zeremoniefeuer, mach ich mit? Na, lohnt nicht. Da habe ich kein Gebiet mehr erkunden mit dem Speicherstufe 1. Thomas würde sagen, ich vergehe gerade Geldverschwendung, indem ich meine Gebiete entwickle. Andererseits haben diese Gebiete Ressourcen, die ich nicht bekomme, wenn ich sie nicht entwickle. Du siehst, Thomas, ich bin in einer Zwickmühle. Und ich habe 600 Steine gehabt und jetzt auch 200 investiert. Also an Finanzmitteln fehlt es mir nicht, Thomas. Ich muss Geld abgeben. Nee, Thomas, nee. Ich muss nämlich noch irgendwie mein Nagsfeld entwickeln und so da hinein. Weißt du, Thomas, ich glaube, du brauchst das ganze Geld nicht. Nein, wir kommen schon darauf, dass ich Geld brauche. Du doch nicht. Mein Geld ist überbewertet, Thomas. Oh, das ist auch geil, danke. Das finde ich richtig schön, Traffi. Mhm. Was? Mein Watch-Tribut in der Angriff? Fucking Wölfe! Ah, okay, gut, das hat sich jetzt schon von allein erledigt. Thomas, würde ich hier einen Opferbrunnen aufbauen? Denkst du, es wird schon was tun? Nö. Du musst entweder da fällt, aber da kannst du nicht bauen, weil da ist ja Ding oder da oben. Da oben bräuchte ich deine Hilfe. Das sind 4 Drogs. Das ist schon etwas. Ja. Etwas zünftig. Irgendwie auch immer das Gefühl, dass Holz die schwierigste aller Ressourcen ist. Ja, wenn man keinen Wald hat und keine Stufe 2 Lager, dann schon ein bisschen. Ich hab schon einen Wald, ich bräuchte einfach eine Stufe 2. Ah, oh, fuck. Und sie sind unglücklich. Ja, aber sie bekommen ja gerade ein Ding. Eine zweite Brauerei. Bei mir bekommen sie jetzt ihre erste. Thomas ist so...
Wie viele Bewohner hast du überhaupt? 20. Okay, ich habe 5 mehr. Ja, du hast sowieso immer aus irgendeinem Grund 12.000 Bewohner. Ja, die Bruchschau. Irgendwie muss die Wirtschaft laufen. Jetzt haben wir einen Hafe. Sehr schön, Raffi. Was? Du hast bald einen Hafen. Und auch immer keine Heilerhütte. Weiß, ich will doch keinen Platz haben. Dann entwickle Land. Ja, ich weiß, dass ihr alle unzufrieden seid. Ich baue jetzt ja gerade eine Brauerei, damit ihr euch den Schädel weg. Genau, jetzt sind sie zufrieden. Danke, Thomas. So, da, jetzt habt ihr eine Brauerei. Jetzt könnt ihr euren Schädel wegsaufen. Ich hab vergessen, was ich machen wollte. Ah, genau, das wollte ich machen. So. Da haben wir aber auch genug, dann nehme ich noch direkt einen Wolfsbau da drüben ein. Was ist denn fixe mythische Wölfe? Das ist so eine Spezialität vom Lustclan. Mit denen kann man, naja, die geben mir aber Trophäen. Aha. Das ist so eigentlich Ressource für mein Clan. For free. Ja, die mit der, die kann ich benutzen, um meine Truppen stärker zu machen. Also echt die Militärbarm ist da von mir. Wenn ich die kill, also bist du ein Wolf oder ein Bär oder so, dann bekomme ich so Tag-Trophäen über. Und je mehr ich kann, je stärker kann ich meine Einheiten machen. Klingt doch ganz verlockend. Mhm. So, ihr wollt besseres Haus, hier habt ihr besseres Haus. So, und seid es gefälligst glücklich. Richtig Ressourcen. Ich nehme ausnahmsweise als erstes Jörd-Segen. Kann ich mir nämlich eine Schildmaid kaufen. Und ey, dieses Ding hat sogar noch einen Stein vorkommen. Stabil. Ey, ich bin Heiler! Hey, Gratulation, Raffi! Du hast eine Grundvoraussetzung erreicht. Danke, danke, ich weiß. Also, ich bin fast stolz. Hätte jetzt nicht angehen oder so, aber ich habe das Gefühl, ich bin Pro in dem Spiel. Wir lassen es auch bei fast stolz, Raffi. Vertrau mir, wir belassen es bei fast. Ah, okay. Aber ich würde nicht. Aber nein, eigentlich mache ich auch nicht. Ich hoffe, der andere Rabenkleiner kommt nicht auf die blöde Idee, seinen scheiß Dreckstoten zu bauen. Ich habe mir auch genau ein Haku bei ihm, ein Dreckstorm auf dem Haku. Du weißt, wo das endet. Ja, nämlich ein Gebiet, das direkte Küste ist. Das ist Haku. Und das ist mein Haku. Ah. Mein Haku ist direktes Küstengebiet. Und zum Glück habe ich keine Krake gespielt. War nicht so geil auf der Map. Genau. Was macht denn meine E-Mail? Ach, ich habe euch schon die lustige Geschichte meines Schnupperns erzählt. Nein. Das falsche Schnuppertisch. Ja, die Leute, die. Ich war jetzt diese Woche nochmal schnuppern, es ist noch besser geworden. Bist du haben mich geschnuppert? Ja, die haben mich das falsche schnuppern lassen. Wem ist Julius nicht aufgefallen? So. Nein, ganz normal. Was hast denn du geschnuppert, wo du nicht? Ich habe Applikationsentwickler und ich wollte Plattformentwickler. Ja, come on. Was ist jetzt der Unterschied? Hardware ist eher ein Ding beim Plattformentwickler als beim Appli-Entwickler und solche Geschichten. Mhm. Auf jeden Fall, die haben festgestellt, dass die Stelle, auf die ich mich beworben habe, eigentlich schon besetzt war, seit letzten Mittwoch. Also eigentlich schon letzte Woche war die Stelle besetzt, also hätte ich nicht mal ein zweites Mal schnuppern müssen.
auf gut Deutsch habe meine Zeit verschwendet. Schön. Da habe ich richtig Freude dran. Ich soll es einen Verteidigungsturm aufs Haku bauen. Ja, genau. Das Haku kann eigentlich aufgrund von der gewissen Clans, die wir da dabei haben. Okay. Danke, dass du mich dran erinnerst, Thomas. Apropos dieser eine Clan, so wie ich sehe, macht das gerade bei dir. Nee. Ihr vertragt euch scheinbar nicht so ganz. Ah, das ist der, ja, der hat ihn gerade angegriffen. Ja, der hat seinen Opferbrunnen da und der muss halt weg. Plus ist ein knapp für uns, oder? Ich kann 1% Vorsprung, wenn er schnell noch geht, ein bisschen nahe handeln, dann ist da. Ein bisschen uncool, sag ich mal so. Ja, das stimmt auch wieder. Wir brauchen dringend Dinge mehr Land und so. Wir können ein Nahrungssilo. Oh, ja, stabil, da könnt ihr auch noch Nahrung sammeln, ey. Das finde ich sehr gut, das finde ich sehr, sehr gut, das gefällt mir. Was passiert, wenn ich auf Raubzug drücke bei Raven? Dann kannst du feindliche Gebiete angreifen. Aha. Also bei Gegner kannst du direkt angreifen aus dem. Empfehle ich dir, wenn du einen Totem dafür hast für das Ganze, dann kannst du Leute richtig abfucken mit. Ja, aber du kannst auch, musst nicht mal, kannst auch direkt die Ding eigentlich in deinem, kann ich sagen, aus deinem Haar, also in der Schmied kannst du das upgraden, aber du kannst es auch ohne ziemlich heftig. Aha. Ach schon, mach mal den Sinn. Ich mach mal Leute, weil der Julian überhaupt was Siegesbedingungen drin hat. Ach, ich hab zwei, Übernahme oder Handel, weil ich hab noch nie weder AI noch uns gesehen, dass sie wirklich in diese Sektion reingehen. Ja, Handel, da können wir machen, wenn du zu viel Cash hast. So wie der Raffi. Ich? Cash? Ich hab auch relativ viel Cash, erstaunlicherweise, Thomas. Hallo, 80? Hier ist etwas falsch gelaufen. Dein Clan ist auch spezialisiert, zu viel Cash zu machen. Nein, ich habe nicht nichts falsch. Ich habe nicht etwas falsch gemacht. Ich schaue mal mein Essen an, oder? Ich habe gerade ein bisschen Essen gespeist fürs Festmahl. Oh Gott. Jetzt geht's ab. Okay, fuck. Was? Was ist denn? Absurd. Ja, das haben wir festgestellt, das haben wir schon bemerkt, Thomas. Das ist ein Rex-Häuptling mit 3 Mann. Also es passt schon, ich kann es schon retten, aber... Ich sehe, das ist ein Problem. Er darf kein Newton bekommen, Thomas, das liegt an dir zu verhindern. Mhm. Wenn du versagst, Thomas, wäre das ganz schlecht. Ich hätte mir noch ein bisschen angefällt und gerne retten. Also der darf ich nicht angreifen, oder? Oder wie? Also ja, ich kann es nicht schauen, ich habe andere Probleme. Okay. Genau, den darfst du nicht angreifen. Nicht. Ah, Julian, hast du auch den Bär zufällig gewiss, auch zum Auslehnen? Ja. Kannst du dich bitte ein bisschen flott bewegen? Ja, so. Sie kommen, es kommt sogar mit einer Schildknappe. Ich bin ure eingegangen drin. Du bekommst gleich ganz viel Hilfe, Thomas. Okay, er haut ab, passt alles. Ich habe nur einen Mann verloren, alles easy. Ja, jetzt sind sie schon unterwegs, jetzt bekommst du sie auch, bekommst sie als Leihgabe. Ja, willst du den Gegner gerade durchficken? Nein, eigentlich nicht, dafür ist mein Bär, glaube ich, auch noch nicht bereit. Ja. Ich kann einen Verteidigungsturm immer bauen, wenn schon. Weißt du, was ich ganz nett fände? Das hier, wenn du mir da hilfst. Nein, Windows will meine Tastatur nicht auf Französisch ändern. Oh, Windows ist so ein Kack. Ja, ich kann Französisch eigentlich aus meiner Sprachliste entfernen. Ja, und dann in Microsoft Office nimmt es das aus irgendeinem Grund trotzdem rein. Also ich habe so herausgefunden, dass man die Einstellung versteckt, kann man es regeln, dass man nicht mit Sprache nicht mehr umschalten kann. Ja, ich kann es eigentlich... Ich versteckt in der alten Windows 7 Einstellungen von Windows 10. Aha, okay. Also ich habe gar kein Französisch mehr drin eigentlich. Aber ich kann es... Also es ist nochmal in der Liste, aber ich kann es... Ich kann es auswählen mit, weiss, Control-Tab, Leerstelle, Space, glaube ich. Ja, genau. Windows Space.
Oder Windows B, sorry. Aber der vielleicht hat den Tastenbefehl gelöscht. Den gibt es bei mir nicht mehr, das macht nichts mehr. Ich habe Deutsch wie. Also, ich bin so ein Spezialist, weißt du, ich habe nicht mal das Schweizer Layout drin eigentlich. Das ist auch einfach da. Ich muss bei meiner Tastatur Z und Y wechseln. Ja, da müsste ich auch was gequert. Ah ja, das Problem habe ich eigentlich auch, aber. Ist mir eigentlich egal. Ich muss ja nicht auf die Tastatur schauen zum Schreiben. Ein weird. Ich auch nicht, aber es kotzt mir keinen, das Sass irgendwie. Passt mir gar nicht in den Kram. Haha, das gefällt mir. Hab ich schon einen Move-Rume. Nö, Badshafen wurde, das gefällt mir jetzt weniger. Ich habe jetzt aber das Gefühl, dass der Rabe schon mal nicht die KI ist, die auf schwer ist. Der KI Urlai ist auf schwer. Und Solo ist. Holz ist so ein Kack, Alter. Der Hirsch ist Solo. Wo ist der Hirsch? Also braun. Der ja. Dann wird sowieso kein Problem, der ist nämlich eingeklemmt zwischen gelb und orange. Ja, komm mal zu dir, Julian. Das finde ich nett, wie erwähnt. Das Feld und das Feld sind mir ein Dorn im Auge, vor allen Dingen das Feld. Ja, vielleicht müssen wir mal den Raphael befreien. Ah, der macht da gerade Solo mit. Wobei ist schon ein bisschen kritisch mit dem Raphael. Ja, ich bin auch sehr eingefangen da rein. Mhm. Oh, scheiße. Ja, nachher darfst du dich mit Blau prügeln, Raffi. Nein. Ich mache Allianz mit denen. Einfach so. So, Julian, geht da zum Raffi. Jawohl. Schnell aufräumen da. Schön. Sehr stabil. Irgendwie hat es Bedürfnis, um da noch schnell ein paar Dorfbewohner rummachen. Ich mach da noch einen. Soll ich da einen Turm bauen? Ja, bau da im Optimalfall einen Turm. Blau ist manchmal aggressiv. Ach so, blau ist immer. Aha. Okay. Oh fuck, da hinten brennt's. Okay, da ist's gewesen. Oder? Oh Gott. Ich kann keinen Opferbrunnen hinbauen. Weil das Feld ist auch noch mit einem Fluss abgedeckt. Müssen also Raffis Feld klauen. Okay. Nein, nein, Raffi, keine Sorge. Ja, keine Sorge. Das hast du jetzt noch. Ach, Raffi, bald hast du Sorgen. Ich kann Holz sorgen, ja. Raffi, das hat auch jeder. Wofür sagt der Atlar der Könige gut? Thomas! Thomas! Wofür zu fix der Atlar der Könige gut? Mit dem kannst du gewinnen, Ruhmsieg, aber der haben wir draußen. Und aber sonst. Orange greift einfach an, das ist so dämlich. Was greift an? Ja, deine Kollegen. Ah, die Jötner. Oh, er ist so behindert. Wir haben ja mal gesehen, Blau war einmal fast am Gewinn, dann hat er die Jötum angegriffen, danach war er am Verlieren. Das ist eine richtige Abwärtsbewegung. Jo, das ist aber geil, das war die geile Move gewesen. Ja, es war witzig wie Sau. Vor allem, wie schnell er sich einfach damit selber zerstört hat. So, jetzt Holzfäller heute aufwerten hier. Bei Kriegshäuptling brauche ich Ausbildungslager, oder? Ja. Aha. Aber das ist schon standardmäßig. Oh. Den kannst du gerne nicht bauen. Ah, Leute, das haben wir schon was. Das ist der Stein, den du als erstes machst, du als
Entry-Level sozusagen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das so baut. Komisch. Oh nein. Ich brauche mehr Häuser. Ich brauche mehr zum Saufen. Meine Leute sind schon wieder unglücklich. Hast aber schon immer Probleme mit dem Ding, hä? Wie viele Leute haben denn die? Ich habe 27. Ich bin wieder über 30. Okay. Ich bin so warte, ich hab so... Okay. So kein Stabil. Ist genug. Ich hab Holzproblem. Wenn... Holz, ich hab das Plus 12 in die Jetzt geht's Level Up in mir. Im Holz hat durchgepusht. Thank you. Kann man nicht auch Holz traden? Ja. Okay. Man kann so ziemlich alles traden. Aber du hast einfach immer krasse Verluste. Also je nachdem, was machst du, wenn du einfach zu Geld wenig pushen, ist auch easy, aber sonst. Ich spiel's einfach falsch. Einfach das kann. Sehr schön, Thomas. Ist noch bald nicht mehr zahlbar. Wenn wir so weitermachen. Das stimmt. Man schätzt schon mega teuer. Alter, war, wohin gehen wir meinen Dorfbewohner? Ich könnte immer schwören, ich hätte Dorfbewohner, aber meine Fische hätten alles zugeteilt. Aber auch dann am Ende nicht. Und ich verliere da einfach brutal viel Nahrung dadurch. Oh, Julian, du mit deiner Nahrung. Du kennst mich doch, Thomas. Nahrung muss. Wunderbar, ich hab bald meinen eigenen Newton. Ich kann vielleicht auch bald einen, wenn der Rabe klein ist, nicht versaut. Ja, wenn das nicht verhaut und das zu sein Fachgebiet. Ich finde es schade, dass auf dem Feld nur relativ viele Truppen drauf sind. Und jetzt hat der andere hier schon einen Kriegshauptlinge, gefällt mir auch nicht so. Ja, ist nicht so geil. Wenn ich irgendwie schade finde, dass ich kein Feld habe für Wissen. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr Wissen abbauen, aber. Also. Holen, besser gesagt. Oder generieren. Oder so. Nö, das ist nix. Was du noch machen könntest, ist den Utar-Brunnen einnehmen. Ja. Aber da hat auch nicht den Effekt, den ich gerne hätte. Das sind so auf einen Schlag minus 2 daheim. Was ist eigentlich mit den Kobolden passiert? Die sind noch. Ja, das Gäste. Wir haben Kobold. Ich habe hier ein Koboldgebiet. Das aber voller Drachs ist. Ah ja, die sind. Kobolde sind noch nicht expandiert, weißt du? Aha. Und die Drachs und die Kobolde, die leben glücklich miteinander bis an ihr Lebensende. Ja, so in etwa. Ah, stabil. Und die Kobolde, die haben aber auch für ein verdammt großes Feld. Muss ich mal angucken. Ja, mir ist auch egal mit der Kobold. Ich kann das Feld betreten ohne Problem. Ich happy mit denen. Solange sie sich nicht weiter bewegen, habe ich mit denen auch kein Problem. Was hat er gemacht? Orange hat wieder angegriffen. Alter! Was kann ich helfen? Supportet? Ah, der andere ist neutral mit denen. Wieso ist jetzt der unzufrieden? Ah, wait. Oh fuck, ich brauche einen. Ich seh's. Aber ich glaube, beide wollen, dass sie Jötnach überleben. Also, da ist ja der eine ist voll am Handeln mit denen, hat schon 74% und der andere greift einfach gerade Team mit vorne. Es wundert mich, dass Braun sie nicht angreift. Obwohl Braun hat ja dann noch Felder dazwischen eigentlich, ja. Plus 39 Nahrung. So kann man doch leben. Plus Eis auf der langen Jahr. Plus 33 im Winter. Julian, was machst du mit deiner Nahrung genau? Wenn ich mal erfahren darf. Ich weiß es nicht. Gut.
Jetzt, wo ich anfange heilen, habe ich Minusnahrung. Nein! Thomas hat's nie mit der Nahrung. Oh, nie, das stimmt nicht. Also, wann hast du schon mal mit der Nahrung? Nenn mir eine Runde. Also, weiß nicht, aber wenn ich mal ein Nahrungsclan spiele, so ein nahrungsorientierter Clan. Was so oft passiert bei dir? Ja, ist nicht so oft passiert. Jolan, willst du da Feld da eigentlich? Nein, eigentlich nicht. Ich finde es eigentlich einen schönen Puffer zwischen den Kobolden und mir. Ah gut, dann hole ich das mal. Schnell über den Winter. Also das hätte ich für dich auch machen können. Dann hättest du sie einfach geschenkt. Das wäre doch auch eine Möglichkeit gewesen. Naja, der Zug ist jetzt abgefahren. Jetzt habe ich im Winter plus 42 Nahrung. Oho, Raffi greift an! Go Raffi! Ich brauche nur den Häuptling. So jetzt. Thomas, Raffi greift an! Ich bin auch mal Attack in dem Fall. Ah, es ist Raffi. Ja. Das ist eine ganz andere Geschichte. Wie ich habe gemeint, er hätte seinen Kriegshäuptling vor dir gehabt. Scheinbar nicht. Ja, erst jetzt. Ah. Nein, im letzten Game, wo du ein bisschen verkackt hast, jetzt hast du vor einiges vor dem Julian gehabt. Ist ja eigentlich der erste gesunde Team gehabt heute. Ja, aber dafür ist er aber auch einfach gestorben. Ja, das war einfach fies gewesen. Thomas, es gibt keine Zufälle. Er hat nicht Zufall gesagt. Er hat gesagt, es war fies gewesen. Ich brauche aber dringend mal ein Land, weil ich kann nicht machen, also. Ja, eben, du musst eigentlich blau ficken. Sonst müsstest du mich oder die Jötna ficken. Und beides würde ich nicht zulassen, Raffi. Ich komme einfach zu dir auf. Na, bei mir kannst du halt nicht bauen. Da bin ich jetzt aber auf den Stein kann. Okay, da ist jetzt alles weg, oder? Nein. Ha, im Winter plus 44 Nahrung, ist das nicht was Schönes? Mhm. Ich hab's auch damals, was ich schon vom Haku-Stoff vom Rabe-Clan. Was? Du stehst auf dem. Vor dem Haku vom Rabe-Clan. Ich seh's! Was machst du denn, Thomas? Ich hab den anderen Opferbrunnen beseitigt. Also. Ah, dann hat er gar kein Gebiet, eh. Ja, schau mal, wo der steht, da drauf. Und der hat irgendwie, glaube ich, das Bedürfnis. Also nicht da. Nein, er wird's wiederholen. Ja, kein Wunder, ich meine, stell vor, du hast so viele Ressourcen und Zeit darin investiert. Ja, ich bin 84%, das ist schon. Schon bitter. Ja. Oh hey, und ich bin fertig und hab's nicht mal bemerkt. Ich hab mein YouTube. Ja, mir fehlt noch 12%. Schmiede ich jetzt erstmal ein Relikt, ein schönes. Ich kann überleiten, ob ich so ein Relikt mache, aber ich habe jetzt alles in die Wirtschaft investiert. Dass meine Wirtschaft wächst. Der Punkt ist, ich habe nichts mehr, was meine Wirtschaft groß wachsen kann. So viel Minusnahrung. Weißt du, ich habe plus 38 Nahrung gerade, Thomas. Und ich bin noch nicht mal an der maximalen Kapazität des Ganzen. Hilfe, haut ab, meine lieben Soldaten. Das ist ein bisschen zu stark von oben anstatt dem Move. Sollen wir dringend anfangen, mal mit Kriegsmutti aufbauen? Ja, da bin ich gerade auch dran. Als erstes mehr Dorfbewohner. Cool, ja, so eine Statue oder so. Nice. Statue? Ja, da. Kreis. das Relikt vom Gegner. Dass du dich benutzen kannst, traurigerweise. Ah, ja, das war richtig stabil. Ah, das ist gut, dann kann das nicht mehr einsetzen gegen dich. Nice. Muss man Druck sehen. Let's go.
Kriegswolte, da ist ein einzelner Drog. Komm, fickt ihn. Nein, er hat meinen Fischer umgebracht. Jetzt kommt der Jüt und einen Schlag, zack, weg. So ein Jüt ist schon was Feines. So, ich muss Gebiet entwickeln, damit ich nochmal ein Haus bauen kann. Ein Haus für das Volk. Mal schnell irgendein Gebäude. Komm mal. Wo werde ich angegriffen? Du wirst nicht angegriffen. Es ist kurz eine Meldung da gewesen. Ja, es kann auch sein, dass wenn sie an deiner Grenze ranrennen, dass sie dann auch den Status Angriff bekommst. Ja. Hab auch schon festgestellt, ist etwas strange, aber. Oh. Passt schon. Die mach ich irgendwie blöd, kann man. Ich könnte das nächste Fest mal bezahlen, hätte ein Nahrungsfeld mehr. Ein Nahrungssilo mehr. Du hast genug Nahrung. Also hättest du. Ich hab 2500 Nahrung. Aber das ist aber zu teuer für dich. Plus 41 und eben, ich könnte noch ein paar Upgrades machen. Thomas, ich könnte Feste mal schmeißen, bis ich tot umfalle. Wirtschaft. Es ist für Julian kein Geld. Kein Cash. Aha, no. Nein, ich habe auch kein Nahrungsfeld. Also, er kann Nahrung nicht lagern oder nicht aufnehmen. Genau, ich habe, obwohl ich all meine Nahrungssilos abgegradet habe. Ich habe nochmal 1400 auf den Julian, so ja, wie 2500. Ja, du hast minus Nahrung, ich bin. Gut, dann, gell? So. Ah, stabil. Ich habe als Nahrungsfeld, der noch nicht groß beleidigt ist oder benutzt wird. Julian, ich habe auch einen schönen. Tagkräftige militärische Unterstützung erlangt. Ja, habe ich gerade gesehen. Gratuliere. Du wirst sehen. Gell? Es ist richtig geil. Da verpasst Raffi halt etwas. Ich bin langsam am entwickeln. Beziehungsweise nicht ich, sondern meine Leute. Also, wenn du willst, sowas kannst du den Raben direkt vernichten. Na, bitte nicht. Ja. Dann muss ich mir keine. Nicht oh, dich! Ach, Julian! Sie hat ihn zerstört! Sie hat einfach zerstört jetzt! Was? Da zerstört, sie hat einfach zerstört! Die Jüter sind weg, Bruder! Ja, sie hat einfach zerstört! Alter! Sie hat einfach zerstört! Der Ohr hat schon den Rabenklein und einfach auseinandergenommen. Ja, läuft bei denen. Das ist schon geil, wenn man 3 Heiler hat und Enchanted sind und so, einfach Turbo Healing. Das stimmt, das ist schon geil. Zack! Und das ist schon mal gekillt worden. Ja, yeah, ich habe wieder Plus S. Gratuliere, Raffi. Die ganze Minus gerade. So, jetzt auch dieses kleine Problem, dass ich mich nicht mehr weiterentwickeln kann. Mich hier bauen? Jep. Du kannst über das Ding wieder bauen, über kann ich sagen, über das Land, das du kannst betreten. Na, ja, da muss ich andere Völker einnehmen, darf auch noch nicht so Bock, darf auch noch nicht eine schlagkräftige Armee. Ich hätte es halt da für die Könige erlangt, glaube ich. Ich hab schon einen. Also bauen oder bekommen? Gebaut, da. Ich habe einen bekommen, weißt du, mir erarbeitet. Ich hab ihn. Also, ich weiß schon nicht mal mit der Arbeit, ich habe einfach geklaut vom Gegner. Aha. Nein, das hat jetzt ein wenig gedauert bei mir, muss ich gestehen. Also, wenn du natürlich einfach so die Steinfahrer hast, ja, nicht da gut, aber. Ich habe mir jetzt einfach mal so sneaky geholt. Thomas, willst du mal die Mighty of My Industrial Power sehen? Ich bin da gerade ein bisschen beschäftigt, sagen wir es mal so. Aha.
Also ich mache jetzt einen dritten Handelsposten, ich will mehr Geld. Nein. Ich werde da. Jetzt fange ich an, meine ersten Schildknappen auszubilden. Der Aufbau der Armee hat begonnen. Es gibt bald dunkle Zeiten. Oh, hast du ihn jetzt gefickt? Ja. War davon Dorfbewohner für mich noch gekillt? Nur eine. Willst du nicht ein wenig Land von ihm einnehmen? Ja, es hätte da, glaube ich, sogar noch genug. Da hinten ist sogar noch ein Nahrungsfeld dort hinein. Das so entwickelt die Gebiete und so. Also Blau und Raffi, sie vertragen sich nicht so ganz. Ich brauche Land, sonst kann ich nicht machen. Aha, weißt du, bei mir wird halt eigentlich euer Verbündeter Raffi wieder angegriffen. Was nicht steht ist, Raffi hat zufälligerweise das Feld des anderen betreten. Zufälligerweise? Ja. Das ist ein Unfall, Raffi. Wir machen alle diese kleinen Fehler. Ich weiß auch nicht, warum das einfach mein Land wegnimmt. Hallo? Da gehört mir. Ich einfach dieses Land wegnimmt, stabil. Öland hat übrigens Tröse, plus Tröse hat's gnarig. Oh shit, läuft bei dir. Heftig Boy. Ja. Burg. Ihr werdet angegriffen. Alter, nicht ich werde angegriffen, sondern ich griff dir an. What the heck? Ich bin nicht gefangen mit euch, ihr seid gefangen mit mir. Oh shit, es ist Winter. Ja. Und dieses Jahr gibt's einen kalten Winter. Ich seh's. Das wollte ich ja kritisch bei mir machen, Gott. Sollte man Talensroute stoppen? Ich hab 1200 Holz bald. Ich weiß nicht, was Knappheit bedeutet. Was macht auch meine Schmied so? Ah, ist ja alles Relikt, die bei mir nicht mehr rein. Aus finanziellen Gründen. Du bist jetzt so unzufrieden? Aha. Ich unterstütze dich, Thomas. Wo? Genau. Schick dir Holz. So ein Häuptling nehme ich nie zu sehen. Ah. So, jetzt auch mein Relikt geschmiedet. Scheide vom Gramm. Ah, ist das Freezing da? Genau. Das ist richtig stark. Ah, okay, ich sehe schon. Holzproblem, ja, die H. Soll ich meine Industrie Power nutzen, um dir zu helfen, Thomas? Ich weiß nicht, ob das viel bringt oder noch viel retten kann. Vor allem jetzt kommt der Herdabzug, das ist jetzt noch nicht der Herd. Oder ist das schon der Herd? Also jetzt schon der Herd, ich hab nur noch plus 10 Nahrung. Ah. Das ist alles easy. Ich meine, das ist schlimmer. Bitteschön, Thomas. Nicht, du handelst mit mir an die minus 12. Also 3 Holz bringt da Julian. Sehr schön. Das ist nicht. Das ist nicht gerade Haufen, das könnte man sich auch schenken. Okay, dann halt nicht. Aber ist natürlich nicht die Geste von dir. Dann handle ich halt gemein. Mit den Kobolden. Die sind gut, ich bin ja auch schon neutral mit denen. Einfach mal aufgehört handeln mit denen. Die Kobolden danken es einem zumindest, wenn man mit ihnen handelt. Ja, ich bin sogar glücklich mit denen, ich kann fett mit handeln mit ihnen. Also gerade auch mal Raffi und ab. Gute Frage. Du bist schon auf 100% mit denen. Ach ja, by the way, ist euch mal aufgefallen, dass die Zwerge umgebracht wurden? Jupp. Beide vom selben, vom Gunhild. Ja, das ist der Ding, den ich gemeint, der Orange noch. Ja, eben. Der ist brutal drauf. Ja, aber ich kann jetzt den Häuptling zerstören. Oh, es ist der Winter ist vorbei. Oder? Nein, noch nicht. Es ist der harte Winter ist vorbei. Ich muss jetzt Nahrungssilos upgraden. Ich kann keine Nahrung mehr speichern. Aber schau, Raffi, ich kann Support pushen, ich kann dich supporten. Sehr schön, Thomas. Ich bin nicht überfordert, weil ich ein Fest mal schmeißen kann, wo du zu wenig Nahrung hast. Und obwohl ich weniger Nahrung speichern als du. Okay. Ja, eigentlich, warum so viel kannst du das, Thomas, du Hund? Hä? Was ist das denn jetzt hier für eine Scheiße? Thomas? Den Scheiß, den musst du mir jetzt mal erklären, bitte. Das ist eine Fähigkeit von meinem Clan, wenn ich, Ding habe, genug, oder wenn ich ein Monster kill,
bekomme ich, glaube ich, für jeden wohlfunden Kill bekomme ich 5% Abzug über vom Festmahl. Mhm. Und wenn ich einen grossen habe, also ein Bär, ne, weißt du, ein Wolf, glaube ich, 5% und ein Bär 10% Abzug vom von der Festmahlpreise bis auf 50%. Okay. Also ich zahle eigentlich nur die Hälfte für das Festmahl. Einfach formuliert. Ja, das ist schon kein das Move. Zu mir. Ich soll jetzt einfach Brun das Feld gewinnen, weil ich vorher von Orange geklaut habe. Ja, Brun ist der Solo-Player da. Ja, ich habe das Haku gefunden von Blau. Beziehungsweise ich bin an der Grenze. Sehr schön, sag mal, meine Schildknappen verbessert. Und bevor du fragst, Thomas, ja, ich bereite mich auf Krieg vor. Gegen die Kobolde. Okay, schön. Ja, Kobolde, so gerade willst du Kobolde ausrotten? Wegen diesem Feld! Aber ich will das haben! Wie viel Prozent hast du mit den Kobolden? 13. Schade, welches Feld willst du genau? Ping nochmal. Das da! Welches Relikt ist gut? Bei mir? Ah. Du hast ein klar eigenes Relikt, das ist meistens erstaunlicherweise sogar das Beste. Was, also welches? Ja. Also bei mir ist es einfach komplett defensiv und da nicht kein Druck drauf. Ich glaube, deins, dem kannst du dann fette Leute mitnehmen. Ja, echt noch Hitze. Aber welches Money machen? Welches wär's Gute? Darf er dem Clan? Weißt du, Thomas, wird deine, die Kobolde werden gerade so oder so vernichtet. Ich handle mit denen, Julian, ich handle mit denen. Thomas. Ja, da ist Braun unterwegs, ich sehe es, ich weiß. Braun fängt schon an. Ah. Ich will nur ein Stück vom Kuchen haben. Weißt du, Julian, wenn du 100% gehandelt hättest mit denen, gell? Ich den weiß. Kannst du einfach besiedeln, inklusive Kobold, die Verteidiger dieses Feld sogar. Aber jetzt habe ich das halt nicht gemacht. Jetzt stehen sie im Weg. Also ich supporte dich nicht. Ich mache andere Sachen. Das erwarte ich auch nicht von dir. Und ich lasse sie auch am Leben, außer dieses eine Feld. Das müssen sie halt abdrücken. Und da ich die These habe, dass sie das nicht freiwillig machen werden, weißt du, dann gibt's halt Krieg. Was geht's denn bei mir jetzt nach? Du und Blau, ihr Bein seid doch ja sowieso schon die ganze Zeit am Bekämpfen. Ich bin die am Bekämpfen, die machen die mir gar nicht. So, jetzt hat die Armee. Ich weiß auch nicht, wie das besiegen tue. Thomas? Was? Also, deine Kobolde sind gleich, glaub ich, ausgerottet. Der Blau steht auch... Hast du schnell... Verteidiger da, bitte, 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 schnell, schnell. Ja, ja, bin dabei. Ich bin voll dünn am Fighter gewesen, hätte gerne mitgeschnitten. Dass da noch etwas läuft. Erledigt. Danke dir. Deine Kobolde werden ja gleich auch vom Blau angegriffen. Hm. Und von Gelb. Das finde ich jetzt eigentlich nicht so. Mal guck's dir an. Ja, ich habe auch keine Zeit, ich bin damit beschäftigt. Was machst du denn? Ich tue vielleicht gerade. Weißt du, Orange vernichten. Aha. Also, ich stehe vor dem HQ. Und das Ganze ist fett in Eichsfeld geklaut. Sehr schön. Also Thomas, stell deine Handelsrouten im Film schon mal um. Nein! Ich weiß halt nicht, was Blau vorhat und wie lange dieses letzte Feld entsprechend überleben wird.
Junge, ich hab keine Chance. Ich komm nachher zu dir rauf, vielleicht aufräumen da. Aha. Vielleicht mach ich auch. Du wirst angegriffen, Thomas. Ja, auf dem Feld bin ich eigentlich gerade angegriffen, aber ja. Es wird auf Gegenseitigkeit, das ist nur so. Aha. Ich hätte so gerne ein bisschen mehr Nahrung. Da fällt auch noch hin, da war es so heftig. Du hast so, willst mehr Nahrung? Mhm. Aber ich habe es bald zusammen. Das, nein, das ist gut, Julian. Da bringt nichts. Alles gut. Wo ist denn jetzt mein letzter Handelsposten? Oh, wo ist der Blitzrelikt? Fuck, Alter, wer hat das Blitzrelikt? Alter, jetzt sind wir so viel Dorfbewohner abgekratzt. Dass du mal deine eigene Dose von deinem Zeug abbekommst, ist auch schon brutal. Ja. Es ist einfach zerstört, einfach alles, das sind so viele Dorfbewohner. Okay, deine Kobold-Freunde überleben wenig länger. Schön. Aber alles Zeugstufe 2 und du ne Fackel jetzt auch ab. Ungünstig. Mhm. Weiß. Wo ist der zweite? Repariere bitte meine Häuser Stufe 2. Ja, du kannst nur die besten Clips aufladen. Und passt das auch. Ey, dann hätte ich das Endgame auch gerne. Und wenn er nachher mitspielt, dann könnte ich nochmal eine Runde aufnehmen, dann hätte ich wieder Content für die nächsten 3 Jahre. Ja. Wenn dann die Tonspur nicht wieder am Arsch ist. Ja, ja, da passt schon. Dann wäre das richtig stabil. Ja, vor allem dann hätte vielleicht Raphael mal jemand dabei, der es richtig drauf hat. Ja, ja, dann bin ich halt schon ein bisschen besser in dem Spiel wie ich. Ich glaube, der Beste von uns allen. Stabil. Ich glaube, du bist trotzdem der krasseste von uns. Ich finde es so beruhigend, dass mein Feuerwehrkommandant meine YouTube-Videos gefunden hat. Aha. Wo werde ich angegriffen? Wo werde ich angegriffen? Seefahrer, ah, Seefahrer. Ah, das ist ein einziger Seefahrer, der gerade von 11 Leuten gleichzeitig geklatscht wird. Ich weiß, wir sind sogar 5 Leute drauf, der passt. Schon panisch kann, aber so, ah, das ist nur so ein Seefahrer. Also, Thomas, deine Kobolde sind jetzt gleich verloren. Zumindest zum Teil verloren. Muss man da mal anschauen. So, Kobolde, die leben da noch liegen. Ich brauch Essen. Alter, was macht Raffi denn? Du hast mehrere. Würde ich mal im Limit. Ja, die ganze Zeit. Aber wie ist er, hat er so wenig Nahrung bei so bei 2 Nahrungsfeldern? 3 Nahrungsfeldern. 4 Nahrungsfeldern. So Raffi. Ja, dies, ja, weißt du. Es hat hier eins. Und bei dem hier hab ich gar nicht gedacht, weil ich mich auf den See konzentriert habe, nicht auf die Viecher, die da stehen. Das ist das Lustige drum. Ja, ja, warum zu viel hast du dann ein Nahrungsproblem und ich bin im Limit mit meinen Menschen. Also ich hatte im Winter plus 64. Ich plus 30 und ich habe eine Armee nebenbei. Ich auch. Es ist nicht besonders groß, weil es sich ein bisschen dezimiert worden ist vorher. Und ich habe noch 2 Nahrungsfelder mit jeweils verbesserten Feldern, die einfach nicht benutzt werden, weil ich zu wenig Leute habe.
Und ich brauche ein mehr größeres Militär. Was ich nicht so geil finde, ist, dass Braun gerade bei Thomas Grenze anfängt zu mobilisieren. Ja, aber ich hatte eigentlich ganz mal ohne Hallo sagen. So schwierig, mal schauen, ob man kann Klopfklopfen machen. Knock knock, who's there? Dein Tod. Also ich habe das nice Feld gefunden, ich denke, da greife ich mal an. Also die Frage ist auch noch irgendwo ein Speer unterwegs von irgendjemandem. Nein, ich habe gar keinen Speer mehr. Ich habe gedacht, so, ja, die Map könnte sich auch mal ein bisschen mehr aufdecken, oder? Thomas, das ist überbewertet. Schon. Ja, schon wirklich. Soll ich dich wieder ein bisschen nerven, Julian? Wieso? Alter! Ist so ein Irgendwann, Thomas, irgendwann. Ah, ist nicht mehr zahlbar eigentlich, oder? Ja, schon geil, ey. 1700. Nummer, das könnte ich jetzt direkt aus der Tasche rauszahlen. Bei mir sind es 5770. Ah, Julian, warum mache ich deine Armee so? Sie wartet darauf, dass wir jetzt 13 Leute sind. Ah. Ich habe zugegebenermaßen Respekt vor den Kobolden. Willst du die Landschaft ausrotten? Ich will sie nicht ausrotten. Du, wenn du sie einmal angreifst, dann machen sie gleich platt. Dann greifen die anderen dich eben auch an. Du bist im Krieg mitnehmen. Denn ich hab noch dieses Feld. Das also lasse ich stehen. Jetzt sind sie ausgerottet. Ah, warte, nein, da hinten, ja. Ich muss aber immer verteidigen. Und Gelb hat scheinbar gut mit denen. Das heißt, Gelb wird wahrscheinlich die Schutzmacht vor Blau sein. Mhm. Und sie können das Querfeld auch gern wieder haben, wenn ich einen Stein habe. Mehr will ich ja eigentlich nicht. Ich bin an der Grenze vom Haku, wenn er Wind kann, da kloppen kann. Was? Oh, was? Nein! Alter! Raffi steht einfach vor der Grenze von Blau! Ja, das habe ich mal gesagt. Das ist gerade. Okay, Raffi. Und pass auf den Turm, auf der ist super strong. Ja, da habe ich auch schon gesehen. Wie das Okay, nee, da hat es mir auch zu viele Menschen. Ja, ich habe den Ring gebaut. Als wenn Thomas mitmacht, dann komme ich runterklatschen, sonst nicht. Julian, ich habe da bei Bruno eine riesen Armee vor der Haustüre. Ja, das stimmt auch wieder. Aber Raphael, kannst du dein Relikt bauen? Ah, nee. Wenn es das ist, was ich denke, dann. Ah, du hast Angriffe von Wolf, gell? Renn mal schon schneller hindern mit der Armee. Ah, ja, endlich. Das, oh, so geil. Ja, ich würde eigentlich zu dem hohen Steinfeld, da kann ich. Mit Stein kann ich rasieren. Ja, eben. Die Brunnenarmee ist halt schon zu heftig. Naja. Ja, komm, schau sie dir mal an, das ist schon. Ja, es sind schon einige Leute, das kann man schon klatschen. Ich kann nicht mal so viel Militär. Ich schon. Ich bin dafür jetzt. Ich habe halt alles in die Wirtschaft investiert und meine Wirtschaft ist ja vielleicht ein bisschen zu. Ja, krass. Ich habe jetzt irgendwie plus 100 Jahre gestellt. Jetzt geht's knapp. Schmidt, du hast nichts zu tun. Ah ja, kein Eisen. Okay. Hat's doch irgendwo Eisen. Oh gekriegt. Nein, ich kann das Gebiet nicht einnehmen, weil Thomas mit dem befreundet ist. Jo. Jetzt doch Eisen. Ja. Also Julian, wenn du unbedingt gerade etwas willst du klappen, dann komm zu mir, aber. Ich will Stein. Ah. Julian, wenn da fällt wirklich, willst du ums Verrecken? Ja. Dann gehst du jetzt da oben dran, klickst da deine für Diplomatie, oder? Und du hast die Kobolde verraten. Ich erkläre Krieg. Jawohl. Ja, mit dem richtig. Das war jetzt ein kurzer Kampf.
Kann ich nicht irgendwie das Relikt zerstören? Vom Gegner. So, dann will ich jetzt hier mal eine Mine hinbauen. Oder Julian, ich will vielleicht gerade Buch zum zu mir kommen. Jetzt kann man es glaube ich erstmal mit den Kobolde von dabei behalten. So eine These von mir. Wenn ich allerdings hier auf dem Feld mich etabliert habe, dann kann ich zu dir kommen, Thomas. Aua. Klingt nämlich unterhaltsam, was ihr da macht. Ja, nö, für dich glaub ich mir das Feld. Ah. Ich bin steig, come on. Ja, dann geh die Leute da drüben. Ja, ich hab das schon. Ja, ich kann da unten. Ja, guck mal, nein. Wie kein Stab hat sie. Nein. Ja, das wird gerade gefällt. Grafjak hat Silber verschenkt. Er hat Salvalin gekraftet. Und das ist? Das Verteidigungstotem. Ja, keine Ahnung, ich habe einfach irgendwas gesagt. Ja, das letzte wäre immer das Plan-spezifische. Geduld ist nicht so meine Sache, wieso Essenssache und Entscheidungssache. Ja, das haben wir schon festgestellt, Raffi, keine Sorge. Ah, also, ich habe andere Geduld. Ja, das Spiel. Ah, ja, du bist ziemlich auf gestern. Ja, auf gestern ist gut. Auf wie lange ist in Livestream gegangen? 6 Stunden? 7,5. Was, 7,5? Ja. Ja, läuft. Er hat einfach nie vor online gestreamt so. Wer auch. Ich glaube, du hast blau sauer gemacht. Ich glaube auch, ja. Gern. Doch. Raffi, nein! Zieh deine Leute vom Feld runter, Er wird gerade vom Blitz angegriffen. Ja, du kannst sie reparieren, wenn die Blitze aufgehört haben. Ja, die hören nicht auf. Ah, jetzt kannst du. Ja. Ich geh schnell alle Gebäude wieder auf. Raffi hat Blitz kassiert. Raffi hat Blitz kassiert. Ich mach das als Blitzrelikt. Hast du bitte auf die blaue im HQ? Es ist erstmal Schmied, das hätte jetzt gerade mal 2% oder so. Okay. Oder 4%. Hast du aber hoffentlich 2 Schmiede. Das ist jetzt das komisch. Ja, übrigens, Raffael. Was? Das Relikt kommt übrigens von blau, gell? So zur Info. Nicht ich gesagt. Ja, weißt du, die Blitz auf dich, die kommen von blau. Aha, ja. Blaue das Ding, das Blitzrelikt. Mhm. Ich glaube, das ist ihm bewusst. Hä? Ja, und was willst du sagen? Wenn es platt machst, du Schuhe von deinen Blitz. Aha, ja, das versuche ich ja, aber ich brauche Stein, dass ich meine Häuser kann upgraden. Also habe ich jetzt. Mit mehr Häusern habe ich mehr Armee. Ich habe eigentlich genug Armee, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich habe ich nicht genug Armee, aber egal. Dafür, man kann nicht genug Armee haben. Ja, das stimmt. Ich erweitere meine Armee gerade auch auf 15 Leute. Du hast 15 Leute, Julian. Nö, aktuell nur 13, aber ich mach nochmal. Nochmal einen Axtwerferlager und erweitere. Was ist das? Du hast gerade mal 2 Mal der Armee. Ja, als Referenz. Ja, ich habe. Meine Schildmaid, mein Bären, mein Jötum und dann 12 Schildknappen. Da ist wie Thomas auf einmal so ruhig. Ich bin gleich ein bisschen am Fighten wieder. Ein bisschen mit Brun, ein bisschen am Spielen. Das habe ich nicht so lieb, habe ich das Gefühl. Ja, Brun hat mich vorher relativ hart weggenommen. Also ich habe grosse Verluste vor 3, sagen wir es mal so. Oh Mann, der Schmied ist nicht krank. Ich kann eh nichts anfangen mit dem Schmied. Nein, ich kann nicht wirklich. Nicht ich werde angegriffen.
Dann muss halt hier noch ein Haus bauen. Alter, ich habe auch sehr viel Geld. Jetzt müssen wir mal schauen, was Raphael als viel definiert. Ja. Das ist nicht schlecht. Ein bisschen weniger als ich, aber ein bisschen mehr als der Julian. Yeah, let's go. So ein bisschen Beschreibung, ja. Oh je, je. Julian, schämst du dich nicht ein bisschen? Wofür? Dass der Raphael weniger Geld als ich. Ich hab plus 11 Geld. Ich hab grad verdammt viel ausgeballert. What the fuck, Alter? Das wirst du dann sehen in meiner Upgrade-Kurve und da baller ich immer Geld hinaus, ey. Weil jetzt kostet eine Schild knapp 86. Ja, das ist ein netter Preis. Nein, so die Angriffe von der Elfen. Ich habe da nicht gehandelt mit ihnen, weißt du, wer läuft oder? Und ich habe keine Abgabe. Aha. Okay. Mal eine Brauerei verbessern da. Eigentlich könntest du die Vögel ausrotten. Ja, ich sage gerade bedenkt davon. Sonst mache ich das nachher, die Pissen. Hold up. Jetzt hätte ich ein bisschen die Brune am Vormarschieren. Ja, das ist auch keine schlechte Idee. Raul ist auch ein wenig am hart nerven. Wie läuft das nicht denn? Ha, scheiße. So gern gerade sagt, bis die Dorfbewohner kommen. Okay, 40 Tage für einen neuen Dorfbewohner, das ist klein. Ich möchte von euch beiden nur die Einstimmungen holen. Hat irgendein Problem damit, wenn ich die ausrotte? Wer ausrottet? Die hier. Oh ja, bitte. Die Michael. Kills, kills. Ich komme auch, ich komme rein. Okay, dann sammeln wir unsere Armee da. Ja, schau, ich habe nur noch so viel. Und mir fehlt jetzt halt. Nur noch so viel, es ist sicher eine riesen Armee. Ja, eben nicht. Thomas, du musst mal auf das Feld drauf gucken und jetzt gucken, mit was ich daher komme. Das Geile ist, siehst du das Verhältnis von denen? Die haben ein gutes Verhältnis mit Blau und regt mich auf. Blau ist ein Scheiß. Wenn wir immer. So, Raffi, let's fucking go. Willst du nachher noch aufs Haku von denen? Ja, ja. Das wäre, glaube ich, sehr cool. Das ist ja easy. Okay, gehen wir aufs Haku von dahinter. Nö, wir nehmen. Das Feld nimmst du jetzt zuerst noch ein, Raffi. Ja, okay, stimmt. Wieso kannst du das? Weil das dein Gebiet ist. Kann ich das überhaupt reinnehmen? Es macht nicht. Nein, ich meine, es hat keinen Countdown oder das ist irgendwas. Wenn ich die Gebäude zerstöre, das. Na hä? Julian, es. Du kannst das Ei einnehmen, das weiß ich. Mhm. Nein. Doch. Ich bin auf dem Feld, aber es passiert nicht. Ja, wirklich kein Plan, was dann läuft. Ich weiß, dass du es einnehmen kannst. Ich nicht. Wirklich. Ich hab das Bild an, wo am Schicken ist. Hallo, wieso schickt es nicht? Ich sehe schon, dass kein Countdown hat. Irritiert mich auch ein bisschen, aber. Egal, komm, gehen wir einfach dahinter. Hm? Thomas, wie läuft's bei dir mit Braun? Julian, ich hab von Gel hin angegriffen. Also flankiert eigentlich. Wenn wir ja. Kann ich können pro Gel platt machen da? Wir machen zuerst blau, danach verschieben wir wahrscheinlich nach zu gelb rüber. Ja. Wenn wir reingehen. Ja, du fängst an. Das ist dein Gebiet, um das wir kämpfen. Nein, das ist unser Gebiet. Hallo? Ich glaube, den mit Sovereign Russia kann ich aktuell nicht bringen. Das kommt auch nicht so gut an im Internet. Gerne, ich habe mein Gebiet gesneakt, einfach hingenommen. Ja, läuft. Das war ein einfacher Kampf. Kein Blau mehr, hoffentlich. Oh, warte, du kommst zurück.
Das war ein einfacher Kampf. Liegt vielleicht daran, dass ich mit 16 Leuten unterwegs bin. Ja, ich bin. Ich hab 13 Schildknappen, Thomas. Ach, wo? Da gab man so 4 Mal. Gerade ist das Feld verloren mit Geld, das ist so hart. Wenn man fast ja, das ist schon etwas übel. Ist jetzt so tragisch, aber. Hat schon schade, das Feld wahrscheinlich so 1500 mittlerweile. Billig, Thomas, das zahle ich mit dem Rest Äpfeln aus meiner Hosentasche. Du kannst einfach nicht auf, kannst einfach nicht weniger, Julian. Du bist einfach immer schon im Limit. Ich weiß, es pisst mich richtig an. Das muss noch mehr. Genau. Sperrlager brauche ich nicht. Also, Tanks war auch so help, ne? Joachim Ferry, willkommen. Ich upgrade jetzt gerade einfach all meine Militärsachen. Ah, genau, der Speer war nicht wieder upgrade. Schon. Also ich bin schon wenig am Spinnen. Ich hab 3 Axtwerferlager und keinen einzigen Axtwerfer. Ja, mach doch einen Hüter, fällt nicht auf, Julian. Meinsch. Nein. Ja, jetzt auch keine Steine mehr. Dafür sind ja, die Kobolde draufgegangen. Ach ja, ich hoffe, du hast deine Handelsrouten angepasst. Und es hat sogar noch eine. Fünf Handel hat er immer noch. Ich habe das Gefühl, am besten gehen wir bei Gelf irgendwie bei mir rein, weil ich bin schon wieder an der Grenze fast. Mhm. Ah nein, der Julian ist auch, der Thomas ist auch schon an der Grenze. Ja, wir sind alle schon an der Grenze. Außer dir. Gell, hat er einfach mein Feld geklaut. Findest du das nicht so nett von denen? Nö, eigentlich überhaupt nicht. Thomas, kannst du noch ein Level 2 Erkunder-Heino machen, bitte? Nö, oder dann Vogel machen. Vogel ist schon unterwegs, ist schon gestorben. Denn ich weiß nicht, Rip. Wo das Haku ist von Gelb. Da sehen wir den Fahrt zu. Wenn so wie die ist, sind wir dann da dort. Naja, meine Armee wird auch bald sowieso nochmal etwas expandiert. Oh, jetzt ein Wald. Oh. Wo ist der andere? Glieder ohne Beruf. Es sieht irgendwie fast so aus, als ob ich mehr Land hätte als der Julian. Aber ich habe dafür aber auch die größte Armee. Ich habe 20 Leute mittlerweile. Oh Mann. Nein, Julian, 3 Felder mehr als du. Und ich habe 2 Felder mehr als der Julian. Ach krass. Ich hatte 6 Mal den Militär, Julian. Lange da. Ich habe 17 Schildknappen, meinen Bären, meine Schildmatt und mein Jötum. Noch Fragen? Und ich hatte natürlich nur 2 Luchs und dann noch die, auch so ein krasser Held. Oh, Ratte. Warte, ich kann natürlich noch meine Nahrungssilos bauen. Ja, wäre noch eine schlaue Idee, Thomas. Ich weiß nicht, aber könnte man vielleicht. Der Dorfbewohner heißt Mord. Wow. Okay, den sollst du vielleicht verbannen oder sowas. Oder in Krieg schicken oder so. Ich weiß nicht, aber der ist kein Assass. Echt? Ah, das ist ein cooler Name, oder? So, also Gelle kein Häuptling mehr. Der ist schon mal vernichtet worden. Bei den Kobolden sammelt sich gerade die gelbe Armee, nur so als Randinfo. Nö, ich habe gerade einen Teil zerschmettert im Fall von Gelb. Dann ist beunruhigend, wie viele Leute Gelb noch hat. Wo ist Haku von denen? Also ich mache Reflexe mit dem Cash. Ich habe es immer vernichtet auf dem Julian, da finde ich auch super. Was erwartest du, Thomas? So eine Armee ist nicht gratis. Vor allem, ich baue jetzt nochmal etwas, damit ich noch mehr Armee habe.
Alter, wer nervt mich da? Ich brauche mehr Leute. Jetzt brauche ich jetzt Julian. Was? Aber es gibt jetzt von der Kobold und Jini. Ich hätte es so gerne eingenommen, dass ich bin. Das Ausruf ist ein Galbune. Hm? Und wissen, was du vorhin ja haben wolltest. Mhm, und sie könnten mir geklaut werden als Handelspartner. Jetzt einfach safe, aber. Tja, Thomas. So ist es halt. Schmerzhaft. In der Tat. Ich verstehe deine Qualen. Geld möchte seine Leute aber auch nicht zurückgeben, oder? Doch, doch, dann macht er ganz nächste. Ist eins fällt ums andere, kommt dort zu mir. Ich mache mir irgendwie Sorgen um die Rattenplage. Ich habe nur 2500 Nahrung plus 23 und nur 3400. Nur plus 3, das gerade. 40. Ich hab plus Holz. 68. Thomas, wie viele Leute musst du ernähren? 55. Ich muss bald gleich viele ernähren und. Was ist das für eine Riesenarmee? Und 19 davon können schon mal gar nichts machen. Oh. Oh fuck, hab zwei Axtwerfer ausgesehen, ausgebildet, Hoppler. Egal, ihr werdet jetzt chill knappen. Jetzt hab auch so jetzt einen Fleck sehen. Hm? Guck auf das Feld hier. Ja, willst du da drin? Geil. Yep. Bin ich auch gerade da vorne, dass ich da drin komme. Ich hab zwei Seiten an Armee! Julian, wie viel Minus hast du von der Ratte? 1. Ja, minus 8,8. Schade. Schade, schade, aber ich hab plus 4 Zahlen. Das sind doch schöne Zahlen, die ihr habt. Raffel, schauen, ist sicher 0. Nein. Ich muss dringend mal ein bisschen zufrieden haben. Also, Alter, der eine Typ ist einfach reinkommen, um sich zu verteidigen und ergreift direkt die Flucht. Und er flieht und flieht zu dir rein, das ist aber auch richtig schlimm. Der Häuptling kommt, der Häuptling kommt. Das ist mein Häuptling gewesen. Also meine Halerhütte heißt einfach instant durch. Ich bin auch schon wieder im Plus-Nahrung drin. Meine Leute sind einfach etwas unglücklich. Ich habe noch kurz wieder geheilt. Ja, ja, mach das. Ich warte, pass hier ein bisschen auf. Nicht, dass Gelb noch auf dumme Ideen kommt. Na, da ist übrigens Haken von Gelb, hä? Wo? Ich hab fast nicht auf dem Haken. Ah, dort, ja. Mir kommt ein Schild rein, wenn ich den Weg geht. Raffi, du musst einen Umweg machen. Thomas. Nein, was? Du willst ein bisschen schicken, gell? Fuck, wenn ich einen Umweg mache. Ah, ja, hängst du zufälligerweise damit zusammen? Ich weiß nicht, was du meinst. Nein, gar nicht. Kein Plan, Julian. Du bist doch das Umschuldslamm. Gell? Ich bin ein klein bisschen streitlustig. Hab du doch unten ja dieses Fenster mit deiner Armee drauf, wo bei mir jetzt 22 steht. Und ich kann einfach umschalten. Ich hab zwei Knöpfe dafür. Geil. Das finde ich richtig stabil. Ist einfach so hart Nahrung am Moment. Ey, ich komm. Julian, ich wollte nicht einen Umweg machen. Ah doch, ich muss einen Umweg machen, sonst scheiße. Ja, denkst du, da hat es einen Weg, wo ich noch durch sneaken kann. Ja doch, da, das ist der Weg, Raffel. Du kannst da Fälle angreifen, du bist gerade da. Ich denke, ich komme da durch, ja, kannst du ja.
Nein, kann ich nicht. Nö, er müsste da lang, er müsste zuerst das Feld, das Feld und dann hätte er bei dem Feld, Thomas. Aber kann doch einfach da direkt drauflatschen, oder nicht? Gott, da nur, das, nicht. Nur das geht nicht, das ist falsch. So, ernsthaft? Jep. So kacke. Naja, egal, ich bin da geschützt. Ich kann da meine Zivilisation aufbauen. In Ruhe. Ich meine, es gibt ja nicht mal Katapulte oder so. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, zerstören das so oder so. Ja, das ist easy. Ja, vor allem jetzt komme ich. Truppe, Julian. Meine Geisterkrieger da drauf. Das kann ich auch noch kommen, wenn er will. Da mach ich gerade drauf. Ja, Bärengeist, von ich so. 19 Schildkappen. Vom Julian, plus 4 von mir. Dann haben wir noch ein paar Pferdeläser, die mal so schüch 18 Attack Damage machen. Das sind 4 Mal. Stabil. Wobei deine deine Schildkappen sind auch nicht schlecht, Julian, hä? Ich weiß. Hab ich auch dran gearbeitet. Ich meine, du musst dran denken, ich bekomme immer plus ein paar Prozent beim Upgraden deiner Schildkappenlagers. So Statistik interessiert. Jetzt wird's interessant. Nahrung. Ich bin einfach andauernd am Cap oben. Mhm. Mit Holz haben wir aber auch gute Vorzüge, hä? Mhm. Geld. Ist der Geld jetzt ziemlich reich gewesen? Mhm. Gebäudeaufwertung. Hab ich dich noch am Ende bekommen? Einheitsaufwertung, also eins besser als ich. Und von jetzt Gebiet hast du gefickt. Bevölkerung war fast gleich auf. Das ist aber beim Geisterkriegern hat es scheinbar einmal einen Dip. Ja. Ach, nicht so viel militärische Erfahrung. Also. Ja, nicht am Schluss hast du Miguel gesehen, das war Miguel genug. Und Kriegsmolte einfach. Weißt du, am Anfang stabil auf einmal zack, 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 zack. Ach, für mich auch, oder was? Nur meine Kriegsmeute musst du dir mal angucken. Dein sieht aus, als hättest du gleich einen Herzinfarkt. Piep, 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 piep. Ja, meine Nahrung so geil. Meine Nahrung ist eine coole Achterbahn. Geil. Nein, das ist mir aber die Wölfe, Geisterwölfe, die ich beschworen habe, die sind nur für eine begrenzte Zeit aktiv, so 5 Stück. Das ist immer der Peak, wo du siehst. Wissen habe ich stabil abgesandt. Ja, ich einfach nicht einen Steig gehabt, da ist nicht so der Haufen gewesen. Ja, da hatte ich etwas mehr Glück. Ruhm habe ich mal schöne Vorzeige. Nachher bist du aber Schluss, bist aber gekommen mit dem Ruhm, hä? Das ist für den Kobold, den du ausgerottet hast, schon noch viel gegeben, hä? Ja. Ich hab's nicht ausgerottet. Du kannst ja bis am Ende mit ihnen handeln, wie ich dir versprochen hab. Na gut, Orange, da noch einfach noch ein Ding ausgerottet hat, Kobold ausgerottet, so straight draufgegangen nachher. Nö, er hat ja doch die Jöttis ausgerottet, der Orange, oder war das schwarz? Mhm. Nachher ist einfach von mir geblättelt worden. Zack, weg. Oh. Ja, auf jeden Fall, Leute, das war's jetzt mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr wollt, dass Raffi die Fresse hält während der Abmoderation, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Okay. Wenn ihr noch mehr Northgard... Ich mach einen Daumen nach oben, ist gut. Nein, finde ich gar nicht stabil, Raffi. falls ihr mehr Northgard sehen wollt... Stimmt, egal. Wenn ihr mehr von dem Shit hier sehen wollt, dann lasst einen Kommentar da und dann, ja, sehe ich euch beim nächsten Mal. Peace out.